Unser nächster Sprecher ist Jurist. Er hat seine eigene Kanzleisoftware geschrieben und er wird uns auch jetzt etwas über freie Software erzählen und wie wir digitale Souveränität hinbekommen. Bitte begrüßt mit mir Michael Stehmann zu seinem Talk Digitale Souveränität nur mit freier Software. Nett, dass ich schon so nett angekündigt wäre. Ich freue mich auch, dass ich im zweiten Jahr hier auf der Bühne stehen darf und was über freie Software erzählen darf. Daher, klar, wenn man über digitale Souveränität sprechen soll, kommt von mir, dass das natürlich, wenn überhaupt, nur mit freier Software geht. Mich noch mal ganz kurz vorstellend, ich bin also Jurist, habe also ein rechtswissenschaftliches Studium absolviert, habe dann erstes Staatsexamen gemacht, Referendarzeit, zweites Staatsexamen, dann habe ich noch eine Promotion draufgesetzt, war dann eine ganze Zeit lang als angestellter Anwalt in Langenfeld tätig und bin seit März 1999 dann auch als selbstständiger Rechtsanwalt in Langenfeld tätig. Als Jurist mit dem Interessengebiet mit einem Interesse an freier Software bin ich Mitglied des Legal Networks der Free Software Foundation Europe. Ich bin außerdem aufgrund meiner Kanzleisoftware zum Open Office Org Projekt zunächst gestoßen und bin jetzt Mitglied des Project Management Committees des Apache Open Office Projektes. Und außerdem habe ich mit Freunden einen Verein gegründet und die haben gesagt, naja, du bist Jurist, mach das mal mit der Anmeldung und so. Und deshalb bin ich da auch Vorsitzender, nämlich des Vereins der Freien Softwarefreunde e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Düsseldorf. Wie sich das gehört, erstmal eine Übersicht, worüber ich sprechen soll. Was ist eigentlich Souveränität? Das müssen wir mal etwas näher beleuchten. Dann geht es darum, was kennzeichnet freie Lizenzen? Und die dritte Frage, die wir erörtern wollen, warum ist eigentlich freie Software für digitale Souveränität notwendig? Digitale Souveränität, das muss man sagen, ist ein Buzzword geworden. Jeder fordert digitale Souveränität für sein Unternehmen, seine Gemeinde, sein Land, seinen Verein oder sonst was. Verbände fordern das natürlich auch. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht digitale Souveränität gefordert wird. Der Begriff digital ist, glaube ich, hier noch bei meinem Publikum noch relativ klar, aber was ist Souveränität? Das ist eben die Frage, der wir uns jetzt zunächst zuwenden wollen. Wenn man eine Wortbedeutung herausbekommen möchte, dann wendet man sich als alter Mann wie ich an den Duden und guckt mal da rein, was schreiben die denn dazu? Und dann heißt es höchste Gewalt, Oberhoheit des Staates, okay. Unabhängigkeit eines Staates vom Einfluss anderer Staaten, okay. Souverän sein, Überlegenheit, Sicherheit, ja, es wäre schön, wenn alle Angestellten in einer Firma, wenn alle Bediensteten eines Staates tatsächlich souverän in der digitalen Welt wären und souverän mit ihrer Hard- und Software umgehen könnten. Ja, das wäre ein Traum, ja. Klar, Quelle angeben, wie sich das gehört. Synonyme führt der Duden auch auf. Autarkie, ja, da stelle ich mir gerade vor, der Rat der Stadt Hommingberg, bekannt für die Hommingberger Gepardenforelle, hat beschlossen, Hommingberg soll digital souverän werden. Und jetzt ist die eine Hälfte der IT-Abteilung der Stadt Hommingberg dabei, natürlich nur mit Bauteilen aus einheimischer Produktion, Computersysteme zusammenzulöten, während die andere Hälfte der IT-Abteilung
dabei ist, ein Betriebssystem zu schreiben und natürlich auch einen eigenen Compiler dafür. Und die Angestellten der Stadt Hombingberg waren natürlich auf der Volkshochschule, haben Programmieren gelernt und sind jetzt dabei, die ganzen Fachanwendungen zu schreiben. Das klappt, glaube ich, so nicht. Das wäre sehr ambitioniert, Autarkie zu erlangen. Das wäre selbst für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland sehr ambitioniert. Das wäre auch für die Europäische Gemeinschaft eine echte Herausforderung. Autonomie heißt mehr oder weniger Selbstbestimmung. Hoheit, ja, gut. Digitale Hoheit, ja, werden wir gleich nochmal problematisieren. Protektorat ist dann wieder so ein Ausdruck, der so gar nicht passt. Reife, ja, okay, das hat man ja eben schon angesprochen, also eine gewisse Überlegenheit in dem, was man tut. Eine gewisse Erfahrenheit in dem, was man tut. Gewisse Kenntnisse über das, was man tut. Kann man drüber reden. Selbstbestimmung, ja, das ist so ähnlich wie Autonomie. Selbstständigkeit fällt auch in dieses Begriffsfeld. Selbstverwaltung, ja. Überlegenheit, dann kommt es immer wieder darauf an, was meint man damit? Bin ich einem anderen überlegen oder bin ich, sagen wir mal, stehe ich über der Sache? Unabhängigkeit fällt auch so Richtung Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstständigkeit. Vormachtstellung ist was, ein Wort, ja, sollte man besser nicht in den Mund nehmen. Auch da wieder die Quelle, ja. Jetzt, wenn man über Souveränität spricht, kommt man mehr oder weniger irgendwann mal auf Carl Schmitt zu sprechen. Der Mann hat interessante Ansichten gehabt, um es mal vorsichtig zu sagen, und war auch nicht sehr distanziert, was das nationalsozialistische Unrechtssystem anging. Und er hat gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und in der Tat muss man leider feststellen, dass manche Politiker, Staatslenker, manche Firmenchefs, die beispielsweise Plattformen betreiben, der Meinung sind, sie möchten, für sie bedeutet digitale Souveränität, dass sie bestimmen, was die Leute über ihre Plattformen kommunizieren, mit wem sie kommunizieren, was sozusagen über die Grenzen eines Staates an Inhalten, an digitalen Inhalten rein und raus geht. Nur das ist nichts, wo man mal drüber im Zusammenhang mit freier Software ernsthaft überlegen kann. Aber man muss sagen, diese Ansicht gibt es und sie ist leider viel zu weit verbreitet, unter anderem auch beispielsweise bei Politikern, die in einem demokratischen, liberalen System eigentlich agieren. Wir erinnern uns noch daran, dass es eine Politikerin gab, die inzwischen ein hohes Amt in der EU bekleidet, die der Meinung war, ja, also gewisse Inhalte dürfen im Internet nur dann ausgestrahlt werden, wenn es in Deutschland gerade Nacht ist. Das diene dem Schutz der Kinder. Und was sie vielleicht noch nicht begriffen hat, wenn in Deutschland Nacht ist, ist es anderswo Tag. Liegt so an dieser Erde, die sich da dreht und so. Diese Souveränität wird auch als Monopol der letzten Entscheidung gesagt. Das heißt, wenn ein Staat dann digitale Souveränität fordert, dann heißt es, er möchte letztendlich alles bestimmen. Das ist ganz ehrlich mit meiner Auffassung von freiheitlich-demokratischer Grundordnung und auch mit meiner Auffassung dessen, weshalb es freie Software geben sollte, nicht so richtig vereinbar. Man kann auch sagen,
das sind Leute, die möchten gerne im Internet ein paar Walls and Fences aufziehen und das Netz ein bisschen hegen und pflegen, wenn man es positiv ausdrücken will. Das heißt, letztendlich bestimmen, was auf ihrer Plattform an Aussagen, Meinungen, Bilder verbreitet wird, dass nur beispielsweise Männer ihre Brustwarzen zeigen dürfen, Frauen nicht und solche Dinge. Das verstehen die wahrscheinlich unter digitaler Souveränität. Und sie sagen auch, dass das natürlich alles wohlmeinend sei, dass das alles nur zum Besten der Nutzer wäre und zum Schutz unserer Kinder und so weiter und so fort. Also die Souveränität eines vormundschaftlichen Staates, der seine Bürger eben zu ihrem Besten bevormunden möchte. Auch nicht das, was man mit freier Software erreichen kann. Also der Souveränitätsbegriff ist sehr vielschichtig und es gibt eben auch unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten für den Begriff, wie wir eben gesehen haben. Und das macht es so schwierig, da muss man immer mal nachfragen, was versteht denn derjenige, der von Souveränität redet oder auch der von digitaler Souveränität redet, was versteht er eigentlich darunter und was will er damit mit der Verwendung dieses Begriffes erreichen? Auch digitale Souveränität ist weder allgemein anerkannt definiert noch inhaltlich differenziert. Alle Schriften, die ich so gelesen habe über digitale Souveränität, sagen das und versuchen sich dann mal an Definitionen oder das Ganze mit Inhalt zu füllen. Man könnte eine Definition machen, dass es um selbstbestimmtes Handeln und unabhängige Entscheidungen in der digitalen Welt gibt. Das ist ein Begriff, der ist zwar auch noch nicht, auch noch eher für Politiker bestimmt als für Ingenieure. Auch Juristen können da schwer subsumieren, zumal Selbstbestimmung absolut gesetzt oder Unabhängigkeit absolut gesetzt gibt es schon in der analogen Welt nicht. Und auch in der digitalen Welt sehe ich das nicht. Dann könnte man zu einem Definitionsversuch kommen. Digitale Souveränität ist die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Hört sich gut an. Ja, klappt. Aber so um da Fleisch dran zu bringen, eher nicht. Aber digitale Souveränität, das können wir auch aus dieser Definition entnehmen, hat gewisse Voraussetzungen. Es müssen Kompetenzen vorhanden sein oder auch Fähigkeiten von beispielsweise Mitarbeitenden. Es muss Wahlmöglichkeiten geben. Ne? Wenn ich keine Wahlmöglichkeit habe, bin ich nun wirklich nicht souverän, weil dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das zu nehmen, was da ist. Und es hat was mit Sicherheit zu tun. Software-Sicherheit ist natürlich ein Thema oder auch IT-Sicherheit allgemein ist natürlich ein Thema, was hier beim CCC sehr im Vordergrund steht. Und das, muss ich sagen, ist gut und richtig. Kommen wir zu freier Software. Also wie gesagt, Souveränität muss man immer wieder fragen, was meint der damit, der das sagt. Software wird frei genannt, wenn sie unter einer Lizenz verbreitet wird, die bestimmten Anforderungen genügt. Das ist meine Definition von freier Software. Und dann schauen wir uns mal diese Anforderungen gleich an. Aus dieser Definition folgt, dass eben die Lizenz entscheidend ist, ob ein Programm freie Software ist oder nicht. Oder andersrum gesagt, dass Freiheit eben eine rechtliche Qualität von Software ist. Sozusagen, freie Software ist Software mit einer eingebauten rechtlichen oder rechtlich zugesicherten Freiheit.
Diese Freiheiten, die gewährt werden sollen, kann man unter dem Use Study Share Improve zusammenfassen oder, wenn man es in Deutsch haben will, verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Also man darf das Programm für jeden Zweck nutzen. Man darf verstehen, wie das Programm funktioniert und wie man es an seine Ansprüche anpassen kann. Dafür ist der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Man darf auch Kopien weiterverbreiten, wie es so schön heißt, so dass man seinem Nächsten weiterhelfen kann. Und man darf das Programm auch verbessern und die Verbesserung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Auch dafür ist eben der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Und diese Freiheit wird eben gewährt, damit die ganze Gemeinschaft von Verbesserungen oder auch nur Veränderungen profitieren kann. Und dann kommen wir also zur Conclusio, zum Schluss. Ein Programm ist freie Software, wenn die Benutzer alle diese Freiheiten haben. Was hat denn jetzt der Anwender davon und insbesondere, was hat der Anwender davon, der digitale Souveränität erlangen möchte? Also erstmal ist es wichtig, man darf das Programm, was freie Software ist, für jeden Zweck und unbegrenzt ausführen. Man hat weder zeitliche Begrenzungen, noch räumliche Begrenzungen, noch inhaltliche Begrenzungen. Sonst ist die Lizenz unter der, wenn das eingeschränkt wird, ist die Lizenz, unter der so ein Programm verbreitet wird, nicht frei. Man darf es also zu jeder Zeit, an jedem Ort und für jede Tätigkeit benutzen. Man darf beispielsweise eine Office Suite selbstverständlich lizenzrechtlich dafür benutzen, Presserbriefe zu schreiben oder andere Dinge zu tun, die andere Menschen vielleicht für ethisch verwerflich erachten. Lizenzrechtlich darf man das, strafrechtlich ist das eine andere Sache. Man darf es auch auf beliebig vielen Computern und mit beliebig vielen Prozessorkernen und Prozessoren installieren. Und auch das ist eine wichtige Freiheit in der Praxis, denn die Zeiten, wo ein Mensch einen Computer hatte, der nicht mit dem Netz verbunden war und wo auch nur ein User vorsaß, die sind jetzt nun schon lange vorbei. Wir leben tatsächlich inzwischen in einer digitalen und eben auch einer vernetzten Welt. Interessant ist natürlich auch die Freiheit, Kopien zu fertigen und weiterzugeben, denn das ist sogar erwünscht. Das heißt, man erspart sich erstens mal ein aufwendiges Lizenzmanagement. Man erspart sich dann auch den Aufwand für Lizenzaudits. Ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich mal so eine eher allgemein orientierte Veranstaltung besucht. Und da kamen eben auch Lizenzaudits zur Sprache. Und da haben sich einige empört darüber, dass sich der Lizenzgeber sozusagen das Recht herausnimmt, in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen auch mal vorbeizuschauen, ob das Programm wirklich nur auf einem Rechner läuft oder ob es nicht auf zwei oder drei oder so läuft und wie viel Nutzer das Programm hat und auf wie viel Prozessorkernen es läuft. All das sind ja Einschränkungen, die gemacht werden. Diese Freiheit ermöglicht eben aber auch dann Übungen im Alltag, die dann letztlich auch dem professionellen Einsatz zugutekommen. Also das, was wir eben gesagt haben unter Kompetenz. Also freie Software ermöglicht eben auch den Mitarbeitenden Kompetenzerwerb. Also Schulen, Unternehmen und Behörden können bedenkenlos sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden oder den Mitarbeitenden die Installation von freier Software auf ihren häuslichen Rechnern empfehlen. Dadurch ist dann ein souveräner Umgang, souverän im Sinne von kenntnisreich, reifer Umgang der Anwendenden mit dieser Software dann, wenn nicht gewährleistet, so doch zumindest wird er dadurch gefördert. Ohne die Freiheit, ein Programm zu ändern oder ändern zu lassen,
blieben Anwender auch vom Wohlwollen des Anbieters abhängig. Das heißt, ich, wenn ich dann das Programm anpassen soll, weil es für meinen Einsatzzweck doch nicht so ganz passt, weil es zu viele Funktionen hat oder zu wenig Funktionen, dann muss ich bei proprietärer Software immer dem Hersteller sagen, bitte mach mir das doch mal. Und wenn der sagt, nee, mache ich nicht oder mache ich nur gegen ganz viel Geld, dann schaue ich in die Röhre. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, eine Einschränkung der Selbstbestimmung des Anwenders der Software. Ne? Also man kann freie Software jederzeit an die betrieblichen Bedürfnisse anpassen oder anpassen lassen. Das ist ein, man, ja. Es gibt eben auch keinen Vendor-Login, das heißt, ich kann mir als Nutzer freier Software die Partner für Entwicklung, Installation, Support, Anpassung, Schulungen etc. pp. Aussuchen. In der Regel gibt es davon tatsächlich mehrere. Oftmals sind es auch kleine und mittelständische Unternehmen, mit denen man durchaus dann auf Augenhöhe kontrahieren kann. Ich habe auch eine gewisse Planungssicherheit. Sicherheit also in der Planung des Software-Einsatzes, denn die Lizenz ist zeitlich unbefristet bei freier Software. Ich muss nicht also damit rechnen, dass ich nächstes Jahr für die Lizenz mehr bezahlen soll oder bei der nächsten Version vielleicht auch noch mehr bezahlen muss. Nein, die Lizenz ist zeitlich unbefristet und damit kann ich planen. Ich habe auch noch Chancen, in dem Fall, dass ein Softwarehersteller sagt, nee, ich habe keine Lust mehr, diese Software weiterzuentwickeln also, und zu verbreiten. Das ist der Fall der Abkündigung. Oder selbst im Falle der Insolvenz des Softwareherstellers. Denn ich kann immer noch die Weiterentwicklung in die Hand nehmen, eventuell auch zusammen dann eben mit anderen Anwendern. In dem Falle. Man kann also, oder man sucht sich einen, der auch bereit ist, dann die Weiterentwicklung in die Hand zu nehmen, der darf das ja bei freier Software. Bei proprietärer Software dürfte er es nicht. Also beide Möglichkeiten gibt es. Entweder man nimmt es selbst in die Hand oder man findet jemanden, der da weitermacht. Gleichzeitig gibt es bei freier Software auch eine gewisse Freiheit einfach durch Vielfalt, ne? Denn die Möglichkeit von Forks, nicht? Also ich kann mir aussuchen, was nehme ich denn jetzt nun als Office Suite? Nehme ich LibreOffice? Nehme ich Apache OpenOffice? Komme ich vielleicht mit Gnumeric als Tabellenkalkulation und AbbeyWord als Textverarbeitung klar? Nehme ich was aus der KDE-Familie? Es gibt eben entsprechende Forks und Weiterentwicklungen und so, dass man sagen muss, dass Freiheit da Kreativität schafft, die dann eben eine Vielfalt zur Folge hat, die dann wiederum eine Auswahl ermöglicht. Auch ausprobieren ist bei freier Software unproblematisch. Ich muss keine Probelizenz oder sonst was erwerben. Ich kann es wirklich ausprobieren und sagen, nee, passt zu mir, passt nicht zu mir. Ohne dass ich da nochmal in die Investition, direkt in Investitionen für Lizenzen oder in eine entsprechende, auch zeitliche Bindung gehen muss. Vielfalt gibt es aber leider nicht für jeden Anwendungsfall bei freier Software. Das muss man auch sagen. Also gerade bei branchenspezifischer Software, für kleine und mittlere Unternehmen sieht es da eher ein bisschen düster aus. Gut, es gibt inzwischen zwei Kanzleiprogramme für deutsche Rechtsanwälte. Das ist schon toll, aber das ist natürlich, was weiß ich, in der Malerbranche oder bei den Schreinern und Innenarchitekten so nicht der Fall. Sicherheit ist ein wichtiges Thema, auch im Zusammenhang mit digitaler Souveränität. Also bei proprietärer Software ist es so, dass der Anwender grundsätzlich außerstande ist, die Qualität und Sicherheit der von ihm eingesetzten Software eigenverantwortlich
zu prüfen oder eben auch prüfen zu lassen. Man kann zwar versuchen, Blackbox-Tests zu fahren, aber ein Großteil der Möglichkeiten, die man hat, wenn man den Quellcode der Software kennt, hat man eben nicht. Man weiß im Zweifelsfall nicht einmal, ob das Kompilat, was man erhält, tatsächlich von dem Quellcode stammt, von dem der Hersteller behauptet, es stamme davon. Security by Obscurity, das wissen wir seit 1883, führt zu einem Verlust von Sicherheit. Da eben Sicherheitsmethoden nicht von unabhängigen Dritten auf ihre Wirksamkeit überprüft und wirksame Methoden eben auch, unwirksame Methoden, muss man sagen, auch nicht rechtzeitig erkannt und verworfen werden können. Gut, da muss man auch sagen, man hat bei freier Software Transparenz und auch die Algorithmen sind nachvollziehbar, auch die Implementation, was ganz wichtig ist, der Algorithmen ist nachvollziehbar, auch die Transparenz und nachvollziehbar sind auch die Funktionen und die Techniken, mit der die Software erstellt wurde. Aber man muss leider sagen, das gilt in der Theorie. In der Praxis gibt es tatsächlich immer wieder Einzelfälle, in denen eben nicht hinreichend geschaut wurde. Da gab es einen interessanten Vortrag am Montag von Thomas Fricke aus der Seabase mit dem Titel 10 Millionen Euro für Open Source jedes Jahr. Und da hat er mal ein paar Beispiele aufgeführt und auch eben klar gemacht, woran das lag. Das lag eben daran, dass zu wenige Augen, zu wenige unabhängige Dritte die Sicherheitsmethoden auf ihre Wirksamkeit überprüft haben. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn die Frage ist, wie können wir vielleicht die Situation verbessern und was können wir eventuell statt digitaler Souveränität fordern. Also bei freier Software hat man eben den Quellcode, man kann ihn studieren, man kann ihn verbessern. Wenn viele kritische Blicke auf den Quellcode geworfen werden können, dann werden tatsächlich Sicherheitslücken in freier Software oft schnell erkannt und in der Regel dann auch eben kurzfristigst beseitigt. Da hat man also, das muss man sagen, wie gesagt, das ist die Regel, es gibt leider auch Ausnahmen. Was man aber bei freier Software generell sagen kann, dass man dort häufig auf bewährte und gut dokumentierte Bausteine aufbaut, sodass man einfach bei freier Software für die jeweilige Anwendung auch ein gutes Fundament hat. Hinzu kommt noch, dass freie Software grundsätzlich interoperabel ist, das heißt, es werden in der Regel offene Standards implementiert. Das heißt, es gibt eben dann keinen Zwang zur Einheitslösung für, was weiß ich, Behörden oder andere Unternehmen mit oder auch innerhalb des Unternehmens, wenn man kommunizieren will. Wenn ich ein Dokument mit LibreOffice erstelle, kann ich es selbstverständlich mit Apache OpenOffice öffnen. Ich kann es auch mit anderen Programmen öffnen, die eben diesen Standard implementiert haben. Das heißt, ich kann auch mit Menschen kommunizieren, die eine ganz andere Software verwenden als ich selbst. Betrachtet sozusagen unter makroökonomischen Gesichtspunkten, also auf der Ebene der Bundesrepublik Deutschland oder auf der Ebene der Europäischen Union muss man sagen, dass freie Software eben Chancen für lokale, kleine und mittlere Unternehmen eröffnet. Es besteht die Möglichkeit, Kosten durch Kooperation zu senken. Letztendlich ermöglicht freie Software unternehmerische Freiheit und Sicherheit, sprich digitale Souveränität für Unternehmen. Zugleich fördert sie den Wettbewerb auf dem freien Markt. Jeder kann sozusagen seinen Fork machen. Jeder kann auch seine
unter gleichen Bedingungen seine Leistungen an Support oder auch Weiterentwicklung anbieten. Es besteht also eine Chancengleichheit für Unternehmen und somit ist tatsächlich freie Software auch aus makroökonomischer Perspektive ein essentieller Baustein für digitale Souveränität, also digitale Souveränität nur mit freier Software. So. Zugleich haben wir eine Stärkung auch der digitalen Kompetenzen. Es besteht Chancengleichheit. Es hängt nicht vom Geldbeutel der Eltern ab, welche Software sich beispielsweise Schülerinnen oder Schüler, Studentinnen oder Studenten installieren können. Durch den offenen Quellcode hat man auch die Möglichkeit, anhand von praktischen Beispielen sozusagen Programmieren oder Softwareentwicklung zu studieren. In der Regel handelt es sich auch um ein Lernen von Konzepten, also beispielsweise, was ist eine Auszeichnung bei Texten? Da ist es eben ein Konzept, das geht von HTML über Tech bis hin zu den Auszeichnungen in Office-Suiten. Es ist immer das gleiche Prinzip. Ich muss sagen, bei einem Text sagen, als was dieser Text dient, beispielsweise als Überschrift oder ist das ein Absatz? Handelt es sich um einen Punkt einer Aufzählung? Also statt nach dem Motto, hier, wo musst du klicken, wenn du das und das erreichen willst? Ja? Und das ist ganz wichtig. Und es ermöglicht eben auch ein Learning by Doing. Das heißt, man kann sich auch mal daran geben und ein Stück Software so ein bisschen versuchen anzupassen und mal gucken, was da passiert. Und man kann eben auch freie Software schreiben, veröffentlichen und wenn man einen, sagen wir mal, eine gute Peer Group hat, dann wird man eben auch ein entsprechendes Code Review dann kriegen und gesagt bekommen, was man hätte besser machen können oder was man hätte anders machen können. Jedenfalls stärkt das sozusagen die digitale Bildung der Menschen, was man so bei eben proprietärer Software nicht hat. Jetzt komme ich zum Ausblick. Und das ist der letzte Punkt und da gibt es auch keine weiteren Folien außer den üblichen Abspann mehr. Meine Idee ist, wir sollten vielleicht nicht digitale Souveränität fordern, sondern vielmehr digitale Solidarität. Und da muss ich sagen, möchte ich dann nochmal auf den Vortrag von Thomas Fricke hinweisen. Wie gesagt, am 27.12. Hat er den auf der Seabase gehalten, wo es gerade auch darum ging, dass man eben freie Software ist eben nicht nur ein Nehmen, ne? Nach dem Motto, ich habe sozusagen die Wahl frei und nehme mir was, sondern da steckt auch eine gewisse Haltung hinter. Eine Haltung, die erstmal davon ausgeht, da sind wir, wie gesagt, bei der ersten Freiheit, den Quellcode zu studieren, dass Technik und Wissen den Menschen freier machen kann. Nämlich wenn er sich selbst in die Lage versetzt wird, sich dem Wissen und der Technik frei und schöpferisch zu bedienen. Kann man auch in der Hackerethik so ähnlich nachlesen, was man mit Computern alles so Schönes machen kann und was man damit nicht machen sollte, steht da auch drin. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Begriff der digitalen Souveränität ist ein ziemlich individualistischer. Digitale Souveränität hat eben ein einzelner Mensch,
ein einzelner Staat, ein einzelnes Unternehmen, eine einzelne Behörde, eine einzelne Staatengemeinschaft. Freie Software ist aber eine, hat aber eine große soziale Komponente, nämlich in dem Sinne, dass die Schöpfer freier Software dies ja auch immer mit dem Blick darauf machen, dass andere von ihrer Software profitieren können. Man kann das auch ethisch untermauern, indem man beispielsweise an Augustinus von Hippo anknüpft, der mal gesagt hat, dass man eine Sache nicht auf der rechten, nicht in rechter Weise besitzt. Wenn man diese Sache teilen kann, ohne dass sie sich vermindert und man sie dann nicht teilt. Und bei Software ist das der Fall, das kann ich beliebig kopieren, den Quellcode kann ich beliebig verbreiten, ohne dass mir davon irgendwas abgeht. Diese ethische Haltung hat ja dann auch letztendlich dazu geführt, dass diese freie Softwarebewegung überhaupt entstanden ist. Und diese ethische Haltung, also die des Teilens, des Miteinanderteilens, der Beziehungen auch auf Augenhöhe, spielt ja eine Rolle sowohl in der freien Softwarebewegung, aber meiner Erfahrung nach, gut, ich bin da nirgendwo Mitglied, aber schau ab und zu mal rein, auch im Prinzip im CCC. Dort kommen Menschen zusammen und teilen freigebig ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, ihre Kenntnisse. Und es ist oft ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Da gibt es sozusagen keinen, der sich da anmaßt zu sagen, wo es lang geht, sondern man lernt voneinander und dann kann es eben auch sein, dass der, was weiß ich, über 60 Jahre alte Rechtsanwalt was von einem 16-jährigen Schüler oder einer 16-jährigen Schülerin lernen kann. Das ist da völlig, da herrscht sozusagen ein Klima der Gleichberechtigung und das, denke ich, ist auch, sagen wir mal, der Ansatz, den man im Digitalen fordern sollte, dass es also eine Solidarität gibt, die eben die auch den anderen sieht und die eben auch die Gemeinschaft sieht. Und auch insofern denke ich, ist freie Software dort, um das zu erreichen, ebenso notwendig wie die vielen Blicke, die die CCC-Mitglieder und andere auf proprietäre, aber insbesondere auch auf freie Software werfen. Und wenn der Staat oder ein Unternehmen sozusagen sich in diese Gemeinschaft einfügen möchte, dann ist es eigentlich relativ, sind die Zugänge relativ niedrigschwellig, wenn man nicht mit allzu viel Arroganz daherkommt, ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich bin also bisher in jedem Hackerspace, in dem ich aufgeschlagen bin, recht freundlich empfangen worden. Man ist da sehr interessiert am Erfahrungsaustausch und ich glaube, ich habe noch keinen Hackerspace verlassen, ohne was gelernt zu haben. Aber in diese Haltung, in diese Einstellung müsste man sich einfinden und das bedeutet eben auch, dass man eben möglicherweise auch die Mittel, die man hat, bereit ist, mit der freien Softwaregemeinschaft zu teilen und sei es nur Mittel im Sinne von Geld. Und deshalb, der Thomas Fricke hat in seinem Vortrag, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, ja auch da einige Ansätze und Projekte aufgezeigt. Und ich denke, dass dessen Forderung, 10 Millionen Euro für Open Source jedes Jahr, zwar vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, aber in der Sache einfach berechtigt ist. Denn wie gesagt, Software kann nur dann sicher sein, wenn tatsächlich viele Blicke auf die Software geworfen werden.
Und da muss man dann auch dann zu bereit sein, sich mit einzufügen und seinen Beitrag da zu leisten. Und man darf auch nicht allzu egoistisch sein. Es gibt ja so manchmal die Haltung, wenn wir jetzt hier in unserer Verwaltung ein Programm zur Hundesteuereinziehung entwickeln und das dann als freie Software veröffentlichen, dann könnte ja auch die Nachbargemeinde davon profitieren und das geht ja gar nicht. Diese Haltung muss man dann tatsächlich ablegen. Und deshalb würde ich sagen, ist das Schlagwort einer digitalen Solidarität vielleicht ein sinnvolleres als das der Souveränität. Ich bedanke mich. Moment, noch Fragen. So. Fragen wäre dann mein Part. Ich danke auch erstmal recht herzlich für diesen tollen Vortrag. An das Publikum, wir wissen, dass ihr zahlreich vorhanden seid. Ihr könnt uns immer noch Fragen schicken, Twitter, Mastodon, IRC, wo es euch beliebt. Die erste Frage, die wir bekommen haben, wäre digitale Souveränität nicht auch bei Wahlfreiheit zwischen verschiedenen kommerziellen Open-Source-Produkten gegeben? Grundsätzlich ja. Das Problem ist nur, dass ich in der Regel in einem Vendor-Login komme. Das heißt, wenn ich doch, sagen wir mal, mir von ursprünglich habe ich vielleicht die Wahl zwischen zwei Produkten, aber die Praxis zeigt mir dann, wenn ich mich einmal für eins entschieden habe und nach 5 Jahren merke, das andere ist aber besser, dass dann eine Umstellung sehr, sehr schwierig ist. Okay. Also grundsätzlich klar, ja, aber praktisch eher schwierig. Verstanden. Dann haben wir eine Anmerkung bekommen. Lizenzaudits sind in geringem Maße immer noch sinnvoll, wenn man freie Software benutzt, um festzustellen, ob man sich korrekt an freie Lizenzen hält. Wie sehen Sie das? Relativ einfach. Das kommt darauf an, was man unter Benutzung versteht. Das heißt, Compliance-Probleme habe ich erst in dem Moment, wo ich etwas veröffentliche. Dann muss ich mich in der Tat darum kümmern, ob ich Software zusammen oder Software verwende, deren Lizenzen kompatibel sind. Solange ich nur der Nutzer bin, habe ich das Recht, diese Software für jeden Zweck zu benutzen und das heißt auch mit jeder anderen Software zusammen zu benutzen. Erst wenn ich das dann veröffentliche, dann habe ich die Compliance-Probleme und die sind leider sehr groß. Darüber halte ich auch gerne Vorträge und rate auch eigentlich dann immer jedem Entwickler, er soll sich auf seine Software konzentrieren und bitte nicht noch eine Lizenz erfinden. Okay, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Wie wollen Sie in einer zunehmenden Ellbogengesellschaft, in der Rücksichtslosigkeit als smart geadelt wird, mit einer Wirtschaftsordnung, die einzig und allein auf der Tatsache beruht, dass die Ressourcen somit auch die Informationen ungleich verteilt sind, eine digitale Solidarität verwirklichen? Oh ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Nur es ist, glaube ich, inzwischen das Bewusstsein dafür gereift, dass wir mit unserer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nicht so weitermachen können wie bisher. Und dazu hat nicht nur der Klimawandel beigetragen, sondern eben auch soziale Ungleichheiten. Soziale Ungleichheiten, die dann auch dazu führen, dass Gesellschaften beispielsweise gespalten werden. Das führt letztendlich dann zu Kriegen im Endeffekt oder zu anderweitigen Auseinandersetzungen. Und deshalb haben selbst eingefleischte Kapitalisten inzwischen gemerkt, wenn wir das nicht wollen, weil es auch zu unserem Nachteil ist, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Also ich hoffe noch immer auf die Vernunft des Menschen, aber gut, ich kann mich täuschen. Okay, die nächste Frage. Genau genommen fehlt, zumindest meiner Kenntnis nach, in der schulischen und universitären Bildung das Thema Open Source und Beteiligung an Open Source Projekten nahezu vollkommen. Gibt es Ansätze, dies in den Lehrplänen zu berücksichtigen? Ich bin kein Kultusbürokrat. Ja, es gibt Ansätze. Das Problem ist nur, es hängt von Menschen ab, die das wollen, die sich dafür engagieren, die an der richtigen Stelle sitzen
Und dieser Zustand, dass da an der richtigen Stelle ein Mensch sitzt, der das will und der das kann, der kann sich leider in unserem politischen System, das ist eine der Dinge, mit denen man in unserem politischen System rechnen muss, sehr schnell ändern. Es gibt so die Sachen, da wurden eine Schule umgestellt mit großem Engagement der örtlichen LUG, ne, auf freie Software. Gab auch einen engagierten Junglehrer, der das Ganze begleitete. Die Schule wurde dann umgestellt. Und weil der Junglehrer so tüchtig war, wurde er befördert und an eine andere Schule versetzt und dann Rollback. Da wäre dann gleich noch die nächste Frage im Anschluss. Wie verhält es sich, also wir haben gegebenenfalls freie Software, wie ist der Zugang dann geregelt? Gibt es da Möglichkeiten, weil nicht jeder Schüler, nehme ich jetzt zum Beispiel mal an, Zugang zu den Software-Lizenzen bekommen kann, beziehungsweise erstmal die Hardware dafür hat, dass er diese Software überhaupt nutzen kann? Ja, Hardware ist ein Thema, aber da muss man auch sagen, freie Software läuft auch auf, sagen wir mal, älteren Systemen. Freie Software ist auch hardware-ressourcenschonend im Zweifelsfall. Nicht? Es kommt natürlich darauf an, was ich damit machen will. Es ist klar, dass ich mit dem Pentium 1 keine 3D-Beschleunigung erreiche. Ne? Okay. Aber ich sag mal, eine Programmiersprache zu lernen, reicht die Konsole aus und die liefert auch ein Pentium 1. Aber wie gesagt, wir haben alle heute sehr leistungsfähige Computer in der Tasche, wenn ich mir das hier angucke. Also ich bin ein alter Mann, ich habe angefangen mit einem Apple II-Klon, der hatte weniger Power. Okay. Bislang sehe ich keine weiteren Fragen hier. Das heißt, ich würde jetzt auch den Talk abschließen. Ich danke vielmals für diesen wunderbaren Talk. Ich bedanke mich für die Einladung. Hoffe auch, dass alle am Stream diesen Talk genauso genießen konnten. Vielen Dank. Bitte schön. Musik